Mein heutiger Tipp ist eine Achtsamkeitsübung. Es geht um das Thema Fühlen, ganz genau um das Fühlen von Gegenständen. Wie oft nehmen wir im Alltag Gegenstände in die Hand und nehmen sie nicht bewusst wahr? Das kann man lernen und als kleine Übung immer wieder in den Alltag integrieren. Ich suche mir also einen Gegenstand. Ganz spontan entdecke ich hier einen Stein an einer Steinwand. Nehme ihn in die Hand und schon allein das in die Hand nehmen, das Auflegen auf den Handteller ist eine erste Berührung Stein und Hand. Und dann schließe ich den Stein bzw. die Hand um den Stein und fühle mal. Ja, fühlt sich der Stein warm an? Fühlt er sich kalt an? Ist er glatt? Ist er rau? Was macht das? Einfach mal die Aufmerksamkeit auf den Stein und auf die Hand lenken. Und daraus kann man auch eine schöne Meditationsübung machen. Probiert euch jetzt wieder auf den geliebten Atem zu konzentrieren, in die tiefen Atmung des Bauches zu kommen. Den Stein immer noch in der Hand, schließt die Augen und probiert euch mal eine Minute bewusst zu versenken. Alles mal loszulassen, die Gedanken, die alten Gedanken rauszulassen. Und wenn ihr dann wieder auftaucht, nach einer Minute, legt ihr den Stein weg und damit die ganzen belastenden Gedanken.